Es geht wieder los. Es ist 2024 und der Nürburgring öffnet für die Touristenfahrer seine Schranken. Natürlich bin ich am ersten Wochenende mit meinem M3 am Start. Auch in diesem Jahr nehme ich euch hier auf YouTube wieder mit auf meine Reise zum Nürburgring und zu vielen weiteren Rennstrecken dieser Welt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video und freue mich über jeden, der diesen Kanal hier abonniert und dran bleibt. Freunde, wir sind zurück am Nürburgring. Hier, da ist es, das Ringboulevard. Ich möchte euch einmal direkt am Anfang für euren Support danken. Ich habe ja schon im Sunford-Video einen 100€ Tankgutschein verlost. Einfach unter allen Kommentaren Abonnenten, also einfach Kanal abonnieren, einen Kommentar da lassen, und das werde ich heute auch wieder machen. Der Gewinner hat sich noch nicht gemeldet. Der Gewinner ist angepinnt im Kommentar. Also guckt im Sunford-Video, ob ihr da gewonnen habt, und schreibt mir. Genau, und heute machen wir das Ganze nochmal. Also einfach hier einen Kommentar da lassen. Was auch immer, Kanal abonnieren und dann seid ihr gleich dabei. Ja, in dem Sinne geht es jetzt los mit dem Video. Viel Spaß, weil wir starten natürlich nicht hier, sondern erstmal bei mir zu Hause. Das Auto hatte ja leider ein kleines Problem mit den Drosselklappenstellern. Deswegen, wenn man jetzt mal hier aufmacht, sieht man noch nichts. Wenn man jetzt hier hoch macht, dann sieht man schon relativ viel, weil da oben fehlt ein bisschen was. Ach geil, ich hab eine Sache angefasst, wirklich eine Sache, und jetzt schon die übelst dreckigen Hände. Egal, hier ist der Spoiler, frisch geklarlackt, müssen wir allerdings im Winter nochmal ein bisschen überarbeiten, weil das hat so viele Löcher und Blasen gezogen und wir hatten einfach keine Zeit, das Ganze nochmal zu schleifen und nochmal zu machen. Deswegen, ja, ist der noch nicht vom Finish her perfekt, aber gut. Manchmal ist das so, ne, kann nicht immer alles funktionieren. Was funktioniert hat, ist die Lieferung aus England von meinen Drosselklappenstellern. Und zwar hier, general überholt. Ich habe sie noch nicht ausgepackt. Ihr seht, sie sind noch komplett eingepackt hier. Die werde ich jetzt gleich mal auspacken. So, ich werde mir jetzt mal für euch, damit ihr vielleicht auch mal ein bisschen dabei seid, meine kleine Go 3 auf den Kopf machen mit meinem Cappy-Halter hier an die Cappy. Übrigens gerade bei Insta360 ein richtig dicker Sale. Das heißt, wer Bock auf Kameras hat, hier, ich filme hier übrigens mit einer Ace Pro. Oder wer Bock auf eine X2 hat oder eine X3, eine 360-Grad-Kamera, kriegt ihr gerade den ultra dicken Spring-Sale. Wer also sagt, ich will irgendwie ins 360-Grad-Kamera-Business einsteigen oder ich brauche eine Kamera für den Innenraum, können wir später nochmal drüber quatschen. Jedenfalls 190€ Rabatt aktuell unten. Müsst ihr mal gucken, habe ich euch das alles verlinkt. Über den Link kriegt ihr auch noch ein Goodie dazu, das heißt ein Selfie-Stick oder irgendwas. Müsst ihr mal einfach mal abchecken. Ist auf jeden Fall eine geile Sache. Jetzt gerade, so oft haben die leider keine Rabatte. Jetzt gerade gibt es wieder welche, deswegen dachte ich, erinnere ich euch gleich mal am Anfang des Videos dran. So, jetzt geht's mit der kleinen Kamera hier an der Cappy los ins Video. Sieht man hier die Löcher unten drin so ein bisschen? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Oben drauf konnten wir das gut mit Klarlack füllen. Kleinen See drauf gemacht, aber unten drunter war es ein bisschen schwierig. Aber egal. Es ist wie es ist. Hat leider zeitlich nicht mehr komplett geklappt, das zu machen. So, rein optisch sind die erstmal gleich und die Nummern sind auch gleich. Das heißt, wir werden jetzt einfach irgendeinen irgendwo hinbauen. Das hier soll man ja schmieren, diese Gestänge. Aber die laufen halt leicht bei mir. Also, ich hab die auch eigentlich immer geschmiert mit so einem Hoch HSS-Fett da irgendwie. Hochtemperaturfett. Ja, und die laufen auch echt sehr sauber. Oh, Junge, Alter. Es kann doch nicht sein, dass ich immer dreckige Hände mir hole. Ich fasse eine Sache an. Also das ist ja wirklich, Handschuhe würden ja helfen. Aber ich habe mir jetzt hier auch sowas hier geholt, damit ich mal zwischendurch schnell mal hier meine Hände abputzen kann. Und was ich mir noch geholt habe, ist hier einen neuen Schlagschrauber. Beziehungsweise überhaupt meinen, weil ich hatte gar keinen. Das ist übrigens mein kleines Vlogging-Setup hier mit dem Licht und so. Finde ich ganz cool. Jetzt gucke ich mal, wie die Tücher hier so sind. So, zeig mal. Oh, krass, okay. Ah, die sind top. So, mein Bus macht übrigens auch Probleme, Leute. Da ging gestern die Vorglühlampe an und dick kam die Meldung Motorstörung. Da dachte ich schon wieder, ach Leute, das kann nicht wahr sein, Alter, dieser Scheißbus. Ja, und das Witzige war, es ist einfach nur der Bremslichtschalter. Ich habe ihn dann ausgelesen. Ja, und das ist natürlich irgendwie komisch, dass der deswegen so rummacht. Aber gut, es ist wie es ist, ne? So, der kommt hier hin. Ich bin irgendwie mittlerweile ein richtiger Fan davon geworden, Sachen selber zu machen und Sachen selber zu reparieren, weil dann weiß ich auch, okay, wenn es nicht funktioniert, habe ich es verbockt, weiß ich, ob alle Stecker drauf sind, und man hat auch immer mehr irgendwie so ein Gefühl dafür, was könnte es vielleicht sein, also was ist vielleicht nicht richtig gelaufen bei der Reparatur oder die Schraube, ah, da kam ich nicht so gut dran, die habe ich nicht 100% angezogen. Ich meine, das passiert in der Werkstatt genauso, das habe ich so oft schon erlebt, aber dann weißt du es halt selber nicht, so weiß ich es wenigstens selber. Alles wieder zusammengebaut hier, jetzt muss ich mal den Bulli packen.
Für euch bleibt es natürlich bei dem Video, aber für mich geht es ja erst morgen los. Ja, das heißt, heute Nacht schlafe ich noch zu Hause, dann geht es morgen los. Übrigens, weil im letzten Video so oft gefragt wurden, der E36 gehört Vincent und die 701 meinem Vater. Weil alle dachten so, ey, jetzt Motorrad-Content, ey, jetzt noch E36-Content. Nein, nein, alles nicht mein Scheiß. Auto aufladen, dann geht's los. Jetzt scheint die Sonne. Ich hoffe, morgen scheint auch die Sonne. Ich bin gespannt. Es bleibt spannend. Motorstörung, Werkstatt. Das blinkt hier alles. Gestern auf dem Weg. Keine Ahnung. Und das Komische ist, wenn ich die Bremse trete, verschwindet ja sogar das Symbol da. Aber Bremslicht geht auch nicht hinten und das ist als einziges im Fehlerspeicher drin. Ne? Ja, es ist doch, also, naja. Gut, ich hole mal einen neuen Schalter und dann baue ich den jetzt auch nochmal ein. Wunderbar. Der neue Bremslichtschalter ist drin. Das hier ist das alte Teil. Ah, okay. Das darf wahrscheinlich auch nicht sein, dass der jetzt nicht wieder rauskommt, ne? Ja, das war wahrscheinlich der Defekt. Ja, ich mache jetzt eine Probefahrt. Dann muss ich noch Reifen umstecken beim M3, noch die Diretzer drauf. Dann muss ich ihn aufladen und dann geht es endgültig zum Nürburgring. Und das Ganze gibt es jetzt im Schnelldurchlauf für euch. Und dann sehen wir uns gleich am Ring wieder. On the road again. Es geht wieder los, Freunde. Es geht wieder los. Oh, ich mache mal Licht an hier. Ist ja noch früh am Morgen, ne? Wir haben 6.45 Uhr, wurde um 6 Uhr geweckt und habe dann noch einige Sachen eingeladen. 2 Stunden 55, das Geile ist, die Zeit ist deutlich runtergegangen. Dadurch, dass diese Leverkusener Brücke da jetzt wieder frei ist und man da wieder durchfahren kann, das ist sehr geil. Es ist ein Regen-Scheißwetter, aber angeblich ab 10 Uhr soll es am Ring aufhören. Man muss natürlich noch abtrocknen und so, aber wir wollen ja eh noch mit Sebastian Reifen gucken und eh erstmal ein bisschen quatschen. Ist auch krass, ich habe Sebastian jetzt ewig nicht gesehen. Ja, das ist der hat keine Ahnung, 20 Kilo abgenommen. Ich weiß gar nicht, ob ich den wiedererkenne. Ne? Vielleicht erkennt ihr den ja auch nicht wieder. Naja, ich mache mich jetzt erstmal on the road again und dann geht's gleich am Ring weiter. Hier mit Regenschittewetter, ey. Es ist das perfekte Wetter für den Nürburgring. Mein Auto ist gleich ein U-Boot da hinten. Ich bin gespannt. Wenn man hier um die Ecke kommt und das Lindner strahlt einen an. Da vorne das Nürburgring-Logo und da werde ich euch gleich noch was zu sagen, weil das ist mir, das habe ich ja noch nie gehört, dass das so ist, wie es ist. Ah, herrlich, schaut mal. Guck mal, da steht Sebastian, der kleine Sebastian. Da ist er, guck mal, man erkennt ihn gar nicht wieder, er ist ein Strich in der Landschaft. Na, Sebastian? Es geht. Alles gut? Ja. Man erkennt dich ja gar nicht wieder, du bist ja ein Strich in der Landschaft. Kauf dir mal eine neue Jacke, die passt ja gar nicht mehr. Zu groß. Ja, viel zu groß, ey. Schön. Hier stehen wir bei Karl, bei Custom Racetech auf dem Parkplatz. Ich habe mich dafür entschieden, hier auszuladen, weil ich habe ja noch die ganzen Reifen im Auto, die müssen alle noch raus. Aber ich wollte jetzt erst einmal ins Fahrzeug reingucken, weil ich glaube, es steht einfach komplett voll Wasser, weil es hat so dermaßen geschüttet. So, was haben wir? Ah, da unten so ein bisschen, das geht aber noch, ne? Das habe ich mir jetzt schlimmer vorgestellt, ehrlich gesagt. Das ist okay. Damit komme ich klar. So, und da kommt auch schon der liebe Herr Sebastian mit seinem X3, weil der hat nämlich auch noch was dabei, weil für den sind ja die ganzen Sachen, die ich im Auto habe. Und jetzt fängt es hier schon wieder komplett an zu regnen. Windig ist es auch noch, ich hoffe, ihr versteht mich, ich hoffe, die Windgeräusche sind nicht so krass, aber müsste eigentlich mit dem Windbuschel hier auf meinem Mikrofon gehen. Sebastian, ist trocken heute, oder? Ja, ist richtig gut. Ist richtig top Wetter. So, dann gehen wir mal rein und schauen mal. Sagst du eigentlich hier zu meinem neuen Setup? Mit Lampe und Mikrobuschel. Ja. Gut. Bulli hat's verdient. Der Bulli hat einen tiefen Hakenscheibenkerl auf jeden Fall verdient. Oder? Aber gerade so, ne? Also ich bin genau... Ja, ja. Ey, geil, ja, das machen wir jetzt. So, der Leon hat mir gerade freundlicherweise die Verfügungsgewalt über die Maschine übertragen. Und ich werde jetzt mal dem Sebastian seinen 260er Slick aufziehen, weil wenn der vorne passt, dann brauchen wir gar nicht den 240er aufziehen, weil dann fährt der 260 rundherum. Ich sage aber, er passt nicht, weil der beim E92 schon arscheng ist. Und eine M2 hat ja noch einen Tick weniger Platz, aber... Ne, es bleibt spannend. So.
Wir haben jetzt mal hier geguckt, innen passt es, ist aber schon eng. I think this is a little bit too tight. Gut, die Frage ist natürlich mit einer anderen Felge hinten, die halt eine andere ET hat, weil die steht ja schon krass weit ohne Spurplatten und alles jetzt. Wir haben festgestellt, bei Sebastian kommen rundherum 260er Nankang Slicks drauf, quasi wie bei mir auch, damit er nicht rumheult, dass ich einen Vorteil habe, weil er ja schon wegen dem Flügel rumheult und obwohl er 100 PS mehr hat, aber ist ja auch egal. Jedenfalls laden wir jetzt mal den Bock hier ab. Wir wollen jetzt gleich mal auf die Strecke. Ne? Ist jetzt schon wieder mittags, aber es ist jetzt abgetrocknet. Es regnet nicht mehr, es soll nicht mehr regnen und ich bin guter Dinge, dass wir zumindest mal 1, 2, 3 Runden fangen. Aber ich habe ja schon den Leuten gesagt, wir müssen erstmal jetzt gleich grüne Karten holen. Ja, brauchen wir. Ja. Und dann noch irgendwie festmachen, weil mit dem Handy kommst du da auch nicht ran. Ich habe einen Ringcard-Holder dabei. Okay. Muss ich nur doppelseitiges. So, abladen jetzt hier den Lachs. Bisschen Sprit in den Haufen rein und dann müssen wir Tickets kaufen am Ticketshop. 3 Liter habe ich noch drin, das ist nicht so viel. Deswegen fahren wir unten gerade zur Idee jetzt hin. Ja, ich habe Luftdruck schon gemacht. 2-1 rundum. Und jetzt geht es auf die Strecke. Ich habe ultra Bock. Auch wenn die Bedingungen nicht perfekt sind, aber es ist zumindest nicht Vollgas nass. Deswegen wird schon. So Freunde, ich habe jetzt aufgeladen, meine Karte hier an meinem Ringcard-Holder für 500 Euro aufgeladen, da kriegt man irgendwie 100 Euro umsonst oder keine Ahnung, jedenfalls habe ich jetzt 18 Runden drauf, eine hatte ich noch drauf und jetzt geht es das erste Mal auf die Strecke 2024. Abfahrt, oder? Ja. Ja. So, ich habe jetzt alles fertig gemacht hier, Luftdruck stimmt, Sebastian fährt vor, wir müssen jetzt erstmal richtig krass reingrooven, weil die Curbs, so Fuchse und so darf man angeblich nicht mehr nehmen, sind zu hoch jetzt und so. Aber schauen wir mal. Ist echt irre, irgendwie, wenn man überlegt, jetzt hier 500 Euro draufgeladen und das sind jetzt bei mir, das wären 17 Runden gewesen, weil eine waren ja drauf. 17 Runden kannst du ja theoretisch an so einem Tag fahren, ne, wenn man mal überlegt. Ich meine, habe ich die letzten Jahre nicht gemacht, wenn ich heute schon sehe, wie voll es heute schon ist. Heute am ersten Tag ist echt schon crazy. Also die Leute haben richtig Bock, die Leute sind richtig am Start, obwohl es so früh im Jahr ist. Geil, alle wieder da, beziehungsweise ist das gar nicht richtig, weil alle, die ich kenne, sind noch nicht da. Tobi ist, glaube ich, da, Tobi Wolf noch. Ansonsten, ja, die ganzen Hamburger und so, die sind alle noch nicht da, so wie ich das gesehen habe. Ja, Norm ist auch nicht da. Sebastian, ja, der ist da. Na klar, Sebastian zieht mit durch, ne? Das Geile ist, Sebastian zieht alle Trackdays mit durch, wo ich bin. Wir fahren also alle Trackdays zusammen. Dann habe ich immer so einen Fahrpartner. Ich sehe gerade, Sebastian hat sogar ein neues BMW-Logo an der Heckklappe. Seht ihr das? Dieses Jubiläumsding. Mann, 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 du. Es geht los!
langsam erstmal eingekommen. Hammer, es ist wieder so geil und es ist echt nicht viel Verkehr, das ist gut. Mein Auto läuft sehr gut, mein Auto ist sehr viel schneller als Sebastians, keine Ahnung wieso. Geradeaus und ich bin in den Kurven auch, also ja, ich weiß nicht, entweder traut er sich noch nicht so, was natürlich alles gut ist, es war jetzt die erste Runde, ne? Aber normal ist Sebastian da nicht so. Ja, keine Ahnung. Sah jedenfalls so aus, als ob er nicht so warm wird. Ums Eck. Keine Ahnung. Alter, ist das geil. Alter, macht das wieder Spaß. Nürburgring Nordschleife ist einfach das Geilste. Touristenfahrten ist auch immer wieder geil. Einfach drauf fahren, zwei Runden fahren, drei Runden sogar gefahren. Jetzt ein bisschen chillen, was trinken, mit ein paar Leuten quatschen. Einfach geil. Kann mir keiner was anderes sagen. Es ist einfach geil. Leider an der Ausfahrt nichts geändert. Es ist immer noch eine Katastrophe, dass die Leute von oben reinfahren dürfen auf dem Parkplatz. Aber gut, was willst du machen, ne? Aber der Winter ging doch schnell rum, oder fandst du nicht? Doch, der ging diesmal brutal. Oder? Fand ich auch, ja. Fand ich nämlich die ganze Zeit schon, wo ich so in Zandvoort war, dachte ich, Alter, das war jetzt schon der Winter. Wir hatten halt einmal kurz Schnee bei uns. Dafür ja, war null gut, ja. Aber es war eigentlich null Winter. Und auch nicht wirklich richtig kalt lange und so, bei uns ja. Zumindest. Aber sonst läuft? Ja, macht voll Bock. Also Hinterachse ist gut drauf. Ist ja schon lose, ne? Also muss man schon sagen, dass gerade so nach dem Brünnchen da, Eiskorb merkst du es halt so krass, dass du gar nicht reinkommst irgendwie, weil das Auto halt überall hinfährt. Macht zwar voll Spaß. Aber ja. Ist halt wahrscheinlich jetzt so, gibt Besseres auf der Nord- oder ich will nicht sagen Besseres, aber Einfacheres zu fahren halt auf ja. Der Nordschleife. Ja, ja. Musst du nicht haben. Nee, aber, oh, mein Licht ist noch an. Hinter dir herfahre, ein paar Mal dachte ich schon, wir könnten jetzt schon ans Gas gehen, Sebastian, ja. So. Also, was sagst du jetzt zu meinem Flügel? Sieht cool aus, oder? Ja, voll, das ist der schönste Flügel überhaupt. Der ist geil, ne? Hier mein Kennzeichen hätte ich mal gerade machen können. So. Besser wie das eine Video, wo es so auf halb acht hängt. Aber der sieht nee, der geil ist, aus. Der ist richtig gut. Ja. Da bin ich halt hundertprozentig überzeugt, dass der richtig was bringt mit der Gurney hier und guck mal allein die Fläche halt. Ja, ne? Diese Fläche. Aber guck mal, wie du siehst, wie die Regentropfen nur bis hierhin irgendwie. Und einen guten Flügel merkst du halt auch daran, dass er dich jetzt geradeaus nicht so hart bremst. Ich habe das Gefühl, mein Auto ist schneller geworden. Ich auch. Oder? Ja. Ich denke immer, Alter, was fährt er mir so in den so, Arsch? Und ich habe gerade, wenn ich Kesselchen hoch. Ja, da. Da schalte ich den siebten, ne? Weil sonst würde ich. Ja. Ja, also genau. Echt krass. Und es war vorher nicht so. 100% nicht. Ja, nee, auf keinen Fall. Ja, dann. Boah, das sieht schon geil aus. Schau mal. Ja, Leute. Über den Weg hier hoch zum Parkplatz wollen wir jetzt mal besser nicht sprechen, oder? Moin. Scheiße, Alter. Das ist hier überall so richtig Matschepampe, ey. Mal gucken. Devil's Diner. Was hier so rumsteht. Aber es ist sehr voll, oder? Dafür das erste Tag. Und dann noch so ein beschissenes Wetter. Ey, das ist ja das Beste. War ja unterirdisch. Ja. Nordschleife, nur, also Eifel geht halt nicht. Wetterbericht geht nicht eigentlich. Es war halt, keine Ahnung, absolut Mistwetter die ganze Zeit vorher gesagt. Eine und ab gestern Abend stand auf einmal trocken. So, es ist, du kannst hier einfach Eifel, Wetterbericht, kannst du einfach komplett vergessen. Ach, das ist Digitaldruck? Nee, ach, ja, hä? Wollte ich gerade sagen, das sieht schwarz aus, wenn du von so guckst. Aber ist krass, weil so sieht die rechte Seite wieder schwarz aus. Guck mal auch auf Kamera. So, ja. Schwarz. Und wenn du hier hingehst, ist es wieder lila. Obwohl, die Farbe finde ich ganz cool eigentlich. Ja, die ist gut. Ja, ja, aber ist noch wenig Leute tatsächlich, gerade die man kennt, finde ich hier. Also ist noch nicht so die, eigentlichen Leute, die hier immer stehen. Relativ wenig Tracktools. Ah, außer Berti da vorne. Das Kennzeichen hier, das ist doch selbst gemacht, oder? Franzose, aber so ein Kennzeichen? Das habe ich noch nie gesehen. Vorne auch auf diesen, oder was? Schön mit 5-Tages-Kennzeichen. Ich muss erst mal gucken, dass ich da überhaupt rauskomme. Weil ich bin nämlich da in den Dreck reingefahren, Mann. Ist ein Rallye E2? Ja, ey, ich habe vorne bei meiner Entlüftung, da ist so richtig so dick Schlamm drauf. Muss man gleich gucken. Ja, ja, geht nicht. Ich hoffe, das wird gleich alles mal wegfliegen. Scheiße, ey. Ich finde es extrem komisch. Ich habe nicht ein Polizeiauto heute gesehen. Und eigentlich am Saisonstart haben sie immer mal welche rausgezogen. Oder Sebastian? Ich habe nicht ein Polizeiauto heute gesehen. Nee, gar nichts. Nicht ein Auto. Nee, nee. Nicht mal irgendwo stehen sehen. Ja, ja. Gar nichts. Das war echt krass, weil normal beim Saisonstart waren immer irgendwo welche. Ja, immer, immer, immer. Also ich wurde ja auch jedes Jahr beim Saisonstart eigentlich rausgezogen. Ach was? Ja. Ich wurde noch nie rausgezogen. Nein, noch nie? Ich bin gespannt aufs erste Mal. Ja, ja. Ich habe gerade mal hier schön gewühlt, den Dreck rausgewühlt. Seht ihr das, wie viel das ist? Das ist da alles hinter gewesen und da ist immer noch mehr hinter, deswegen steht das so ein bisschen raus. Das geht gar nicht, ne? Das ist ja totale Scheiße. Aber was willst du machen, ne? Ist halt noch Schmutzwetter. Ja, ich habe noch eine Kamera für dich, Sebastian. Ja, die können wir mal bei dir reinmachen. Dann kann man auch mal von dir was sehen. Was für eine? Ja, eine 360-Grad-Kamera. Wollte ich dich die Woche immer fragen.
Das ist halt, du kannst dann frei drehen, nach hinten gucken und so, weil hinten raus, finde ich, sieht halt auch immer geil aus. Ja, du kannst auch dann quasi an dir vorbei, weißt du? Also kann wenn einer... die gleichzeitig dann rausziehen? Hm? Also wenn, kann ich quasi, wenn die filmen, kann ich eine nach vorne und gleichzeitig ja, das Bild, also ich kann beides... Split-Screen, ja. Okay, das ist geil. Ja, das ist gut, das stimmt. Geil sieht er doch aus, wenn du es irgendwie so hängen hast, dass du vorne siehst und wenn du einen überholst, dass du den anvisierst das sozusagen, weißt du? Ja. Und dann mitschwenken, sieht halt auch geil aus. So, wir... Zweite Session des Tages. Muss erstmal wieder warm fahren, Reifen warm fahren. Vor allem, ich habe überall Dreck drauf. Ich habe so viel Dreck auf dem Auto, Mann. Das ist so schade. Also wortwörtlich ist das schon schade. Boah, mein Bremspedal ist voller Matsche. Ist total rutschig. Oh oh, da müssen wir erstmal jetzt eher ordentlich warm fahren, das Fahrzeug, dass wir hier ein bisschen Temperatur reinkriegen. Der ganze Dreck muss mal abfliegen. Meine Kotflügel sind so voller Dreck, es ist eine einzige Katastrophe. So. Aber mal sehen. Freunde, wir sind jetzt beim Dart, Sebastian und ich. Boah, guten Morgen. So schaut sie aus, in der Eifel. Ist das nicht herrlich? Guckst hier raus und bist direkt mitten im Grün. Hey, das Wetter ist so eine Frechheit, das ist so ein geiles Wetter. Die Sonne scheint, ist einfach perfekt. Und es war die ganze Zeit Regen angesagt. Es war einfach wirklich die ganze Zeit Regen angesagt. Und einen Tag vorher ändert sich das Wetter zu sowas. Und es scheint hier jetzt wirklich die Sonne gerade in meinen Pulli rein. Also das ist schon fast frech. Das ist wirklich schon fast frech. Gestern beim Dart, Alter, war das lustig. Alter, war das lustig. Das hat richtig Spaß gemacht. Also Dart
habe ich noch zu Sebastian gestern gesagt, das ist ja so eine Randsportart irgendwie. Aber Dart hat es ja geschafft, hinzukriegen, dass so ein Stadion hier oder so ein Dings da, so eine Arena oder wie man das auch mal nennt, ausverkauft ist. Das ist ja wirklich krass. Ich sage euch, 80% in der Halle kannten da nicht jeden Spieler. Da bin ich mir total sicher. Ich kenne gerade nicht ein, ob das jetzt gut ist oder schlecht für die Sportart. Gut, die Leute feiern nicht dich oder deine Sportart, sondern halt, ja, sich selbst irgendwie. Keine Ahnung, aber dafür hast du halt ausverkaufte Hallen und es hat wirklich, wirklich, wirklich Spaß gemacht. Und ich bin froh, dass wir da hingegangen sind. Also wer da nächstes Mal Dart am Ring, nicht verpassen. Einfach geil. Nicht verpassen. So, Freunde. Sebastian lebt auch wieder. Naja, geht so. In 2 Stunden noch nichts. Es ist wunderbares Wetter. Schaut euch das mal an. Es ist auch nicht so kalt, oder? Wir holen jetzt mal ein Auto. Und wir haben den Bulli extra hingestellt, weil wir haben gestern festgestellt, ohne eine Homebase, so wo man mal hinfahren kann und so, ist scheiße. Und jetzt, wo ich meine Garage nicht mehr habe, ist es natürlich viel besser, wenn wir den Bulli einfach hier am Parkplatz stellen. Können wir immer hier chillen. Weil hier, ich habe den Parkplatz genommen, weil der andere... Wenn ich da reinfahre, fahre ich nicht mehr raus. Boah, hier am Ring ist es einfach so idyllisch. Herrlich. Aber bei Karl ist hier niemand da. Keiner zu Hause, ey. Ja, jetzt M3 mal hochfahren. Also, Auto ist jetzt an, war aber tatsächlich jetzt gerade ein Anmachen von einer Dreiviertelstunde. Ja, zu uns. Weil die kleine Batterie bei den Temperaturen einfach irgendwie nicht richtig will. Warum auch immer. Die hat natürlich auch bei mir immer gut gelitten. Ne? Man kann immer viel auf diese kleinen Batterien schieben, aber ja, die wird bei mir halt auch immer permanent mit irgendwie 14,8 Volt geladen oder so. Und meckert ja auch die ganze Zeit, dass zu viel Strom und alles und von daher ist schon okay. Sebastian, sein Auto fällt schon auseinander. Das ist halt scheiße jetzt, weil wir haben gar keine Schraube, Sebastian. Ja, wir nehmen einen aus dem Innenraum, ne? Hast du irgendwas zu schrauben? Da ja, ich habe alles Kleidung da. Ach, hast du welche? Ja, dann. Ich habe alles da. Einmal die Werkstatt aufmachen, wartet ab. Zack. Zack. So, draußen ist ja doch noch ein bisschen schattig, ne? Deswegen habe ich hier uns mal eine Sitzgelegenheit geschaffen hier. Einfach einen Stuhl rein, das ist doch perfekt. Kannst du super sitzen hier. Boah. Ist echt top, kannst du rausgucken. Stark. Gestern hatten wir übrigens noch auf dem Rückweg vom Dart eine 10-minütige Konversation mit einem Polizisten. Die haben da Leute rausgezogen, ich schätze mal wegen Alkohol oder so. Der war sehr, sehr nett, muss ich sagen, wirklich sehr nett. Aber tatsächlich in seiner Meinung auch echt festgefahren, weil er hatte mich darauf angesprochen, hier, du hast doch das Video damals gemacht, illegale Rase am Nürburgring, das ist ja so ein bisschen verharmlost und so. Und er meinte so, ja, aber guck doch mal, die stehen doch genau da, hier an der Stelle, machen Burnouts und so. Ich so, ja, mir ging es nicht darum, dass da jemand sich mal vielleicht daneben benimmt. Das gibt's mit Sicherheit und das finde ich auch in Ordnung, dass ihr euch darum kümmert und alles ist gut. Mir ging es einfach nur darum, wie es öffentlich kommuniziert wurde. Dass öffentlich bei 1 Live und was weiß ich wo gesagt wurde, die illegale Raser-Szene trifft sich am Nürburgring. Und da sagte er so, ja, aber wenn die da einen Burnout machen oder mal durchbestellen, dann ist das ja ein Rennen. Da habe ich gesagt, das ist so weit weg von einem Rennen. Was hat das mit einem Rennen zu tun? Natürlich benehmen die sich daneben und das ist irgendwie falsch, aber das ist doch kein Rennen. Also es ist doch kein Rennen, wenn jemand einen Burnout irgendwo macht. Wir werden jetzt da mit in den Topf geschoben, dass wir dann zur illegalen Raserszene gehören. Gehören wir aber nicht, wir wollen nur auf den Nürburgring. Ja, und fahren. Es gibt ja hier auch keine illegale Raserszene. Nee, das ist ja der Punkt. Das ist schon ein bisschen Meinungsmache dann schon. So dieser Satz, da trifft sich die illegale Raserszene am Nürburgring. Genau, genau. Und es ging mir ja nicht darum. Es gibt hier Leute, die machen Scheiße. Gibt's ja. Einfach. Es gibt's aber, überall und die sollen auch einen auf den Deckel kriegen. Aber es geht einfach um dieses öffentliche Darstellen, als wenn sich hier die Raserszene trifft, was einfach falsch ist. Was auch gelogen ist. Was einfach richtig gelogen ist. Und da war er echt in seiner Meinung sehr festgefahren. Das ist ja so weit weg von einem Rennen und ich finde halt schade, dass mittlerweile alles als Rennen betitelt auch dieser, wird. Dieser Unfall, wo letztes Jahr war an Ostern, wo der aus der Ausfahrt rausgedriftet ist. Ja, ja, das geht nicht. Das war auch kein Rennen. Nein, natürlich war das kein Rennen. Das geht nicht, aber es war kein Rennen. Das geht nicht, das macht man nicht. Hat einer Scheiße gemacht, aber es war halt von einem Rennen so weit weg und ja, aber wie gesagt, der war übelst nett und alles war so cool und man hat sich einfach auch unterhalten, ein bisschen diskutiert so. Mit 2 Promille vor allem diskutiert. Ja, aber wir haben noch ein gerades Wort. Ja, ich denke auch, wir haben noch ein gerades Wort, das ging. Irgendwie wollte ich das einmal loswerden, weil ich mir so dachte, es ging nicht darum, irgendwie die Arbeit von den Kollegen hier schlecht zu reden, weil ich habe immer gesagt, hier, gerade hier, sind die ultra korrekt. Ja. So, eigentlich alle nur bisher nur korrekt hier getroffen. Darum ging es null und die machen halt auch ihren Job. Punkt. Aber es ging halt um die öffentliche Kommunikation. So, und das sollte es auch dazu gewesen sein. So, Sebastian kriegt jetzt auch mal eine Kamera hier, eine X3, weil dann können wir gleich mal, dann kann ich mal ein bisschen dich mal überholen, dann überholst du mich mal wieder, das sieht nämlich geil aus. Ich habe auch extra, weil du so schnell bist, den Dreiersorten aufgenommen, damit er nicht abfällt, weißt du? Bei meinem Auto fällt gerne was weg. Ja. Schön Dreiersorten auf, da kannst du jetzt die Scheibe dran rausreißen, das ist sehr gut. Das Schöne ist ja auch,
bei sowas. Ihr müsst nicht darauf achten, wie es positioniert ist, weil ihr habt eh 360 Grad. Es ist am Anfang ultra komisch. Wenn eine Kamera schief hängt, du verstehst das erst nicht, weil du denkst dir so wieder, ah, nee, musst die gerade machen. Aber du kannst sie halt hinlegen, wie du willst. Es ist wirklich völlig egal. Jetzt geht's gleich auf die Strecke nochmal. Der finalen Tagesabschluss. Da. Hier diese Multiview, das muss man aber dann ein bisschen einstellen und so, welche, wo du halt hinfilmen willst, ja. Weißt du? Hier, dann kannst du verschiedene auswählen, siehst du, dass er automatisch nach vorne macht, kannst aber auch hier eine andere Perspektive auf auswählen, dass komplett er dich macht, kannst aber auch so klein. Der Reifen müsste riesig sein, oder? Übelst krass. Ja, ja, das glaube ich. Mein Reifen hinten ist irgendwie gar, aber ist nicht schlimm, ich habe schon neue Derezza liegen. Ich kriege auch noch Yokohama A052. Die fand ich eigentlich für Touri sogar geiler, weil die auf der Bremse viel besser sind als der Derezza. Ja. Die sind im Kurven in diesem übelsten, so no, diese 95-100%, wenn du richtig pusht, sind die nicht 100% Derezza, sondern eher so 95. Aber auf der Bremse halt viel geiler, viel besser, Welten besser. Und ist halt eigentlich für hier gut. Deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden, hey, war geil gewesen. Ich meine, erster Tag, erstes Wochenende. Ja, mehr kann man nicht machen. Wollte ich gerade sagen, mehr kannst du eigentlich nicht machen als
jetzt ein paar geile Runden, die wir definitiv gedreht haben, muss ich sagen. Also wir sind schon wieder, man verlernt es einfach nicht, ne? Es ist wie Fahrradfahren. Ja, es ist wie Fahrradfahren. Es kommt schnell wieder rein. Ja. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Ich werde jetzt heimfahren, dann bin ich zeitig zu Hause, 18:30, 19 Uhr. Das ist auf jeden Fall richtig cool, dann hat man noch ein bisschen was vom Sonntag. Ja, morgen werde ich das Video hier für euch schneiden. Es ist komisch, ne? Wenn ich, weil ihr seht es jetzt ja schon fertig geschnitten. Ja, denkt an den Kommentar, Kanal abonnieren wegen Tankgutschein gewinnen, ne? Und wie gesagt, der Gewinner unter dem Zandvoort-Video einmal melden bitte. Ja, und in dem Sinne hoffe ich, es hat euch gefallen. War ein bisschen längeres Video, denke ich, aber ich dachte, gut, den Saisonstart, den kann man noch mal ein bisschen rausziehen, ne? Ich hätte jetzt auch zwei Videos machen können, aber ich dachte mir, hey, warum? Machen wir jetzt ein Video draus. Bockt. In dem Sinne, danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Video.